Yo, ich bin ein Profi. Die Profi nur mit B, so wie Brody. Aber gut, dann schauen wir uns ein Video von der Aaron an, seit langem mal wieder. Und zwar diesmal auch bezogen auf Krass-Klassenfahrt, nämlich Don't Drink and Drive Krass-Klassenfahrt 21. Idiotentest auch 21. Bin verwirrt, aber let's go. In der Sonne und herzlich willkommen zu einem neuen EM-Idiotentest. Wir sind wieder bei Krass Klassenfahrt EM. Oh, und heute nee. Gibt es eine spezielle Regel. Oh nee, EM, oh, wenn es jetzt um Flaggen geht, ne, ich scheiß wieder richtig rein. Pro richtige Antwort von meinem Kandidaten muss ich einen trinken. Pro falscher, der Kandidat. Wir gucken mal, wie voll wir am Ende sind. 3, 2. Ach, wegen 2021, ach so, okay. Let's go! Hey, 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 Aaron. Hey. Hey, 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 Aaron, hey, Aaron. Ja, die drehen ja auch für Klassenfahrt gerade einen Kinofilm. Da kommt, soll ja ein Kinofilm mal rauskommen. Wenn er da schon sitzt, gehen wir direkt zu meinem Liebling. Wir haben gerade welches Ereignis? Ah, Jamie. Fußball. Ja, ja, EM oder so. Ja, wie ist dein Verhältnis zum Fußball? Interessiert mich eigentlich gar nicht. Wie ist so deine Ahnung in Sachen Fußball? Ich weiß absolut gar nichts. Gar nichts? Nee. Ey, Nona, du kannst schon mal direkt runterkommen und Keanu bitte auch, sonst muss ich hochkommen und es ist voll ärgerlich. Wer ist aktueller Europameister? Mhm. Direkt weg. Wer ist Europameister? Ah ja. Sehr gut. Wer ist aktueller Weltmeister? Greif rein, wenn nicht. Komm, mach immer Zufall. Der Karamell ist immer gut. Prost! 5 Minuten oder wollt ihr noch bumsen? Bumst ihr immer noch miteinander rum? Wirklich nicht. Wer ist aktueller? Ich habe echt schon Geschichten gehört bei Krass-Klassenfahrt-Drehs, dass es da richtig zur Sache gehen soll. Also, ich habe Videos gesehen, wo sie drüber erzählen so ein bisschen. Noch miteinander rum? Wirklich nicht. Wer ist, gar nicht mal. Wer ist denn aktuell Europameister? Super, Glückwunsch. Europameister? Wer ist denn, Europameister? Vor England, Italien gewesen. Wer war das? Aaron sieht echt mega alt aus, wie der unangenehme Onkel. Ja? Findest du? Ich würde ihn jetzt so auf 33, 35 schätzen, so. Portugal? Okay. Prost! Wie viele Mannschaften spielen im Achtelfinale mit? 16? Nee, 8? Ey, überleg nee, 16. Kurz. Ich weiß es wirklich. 16, ne? Im Achtel 16? Schlonkerzi. Richtig! Ja, oh, ich hab's richtig! Prost! Welches Land ist das? Oh Gott, das ist, was ich jetzt gerade gar nicht, ne? Das ist, Istanbul. Welches Land? Istanbul? Nee, was ist denn das? Türkei ist es nicht. Ist das... Oh, Mann. Auf jeden Fall eins von diesen da unten. Glaube ich, im Osten, so. Aber ist das überhaupt EU? Ich habe keine Ahnung. Türkei? Falsch! Tunesien. Tunesien? Wir haben gerade ein großes Event. Ja, Europameisterschaft. Genau. Ja. Wer ist der aktuelle Europameister? Portugal. Sehr gut. Prost! Na, in welcher Gruppe bei der Europameisterschaft ist Kolumbien? In welcher Gruppe? Ja. Gar keine. Ich kenne mich halt wirklich. Kolumbien ist nicht EU. Na, es gibt A, B, C. C. Kolumbien liegt nicht in Europa. Ja, ach so. Prost. Letztes Mal wurde Deutschland 1996 Europameister. Okay. Da gab es noch eine Regel, dass nach der Nachspielzeit das nächste Tor entscheidet. Das hat Oliver Bierhoff damals geschossen. Golden Goal. Jürgen Klinsmann hat von der Queen den Pokal gekriegt. Wer hat das Golden Goal geschossen? Boah Gott, sowas. Sowas kann ich mir gar nicht merken. Wann wurde Deutschland das letzte Mal Europameister? 2012. Ich habe keine Ahnung. 1926. 26? Ich gar nicht zugehört, das ist das Problem. Dafür direkt noch ein. Prost. Welches Land ist das? Belgien? Ja, ich wollte auch gerade sagen, Belgien. Ja. Richtig. Gib mir mal Karamell. Komm, wir können mal zusammenkriegen. Auch dich? 96 sagt, ihr habt alle gegoogelt jetzt, ne? Schnell gegoogelt, was ist es? Ja, okay. Prost. Ich muss sagen, im Gegensatz zur Frage 1 finde ich dich jetzt schon viel hübscher. Wir haben natürlich gerade ein großes Fest, oder? Europaweit. Ja. Welches? Ramadan. Die Europameisterschaft. In welcher Gruppe ist Kolumbien? Ich weiß es nicht. Ich weiß gar Kolumbien? Nicht. Ja, so fangen wann wurde Deutschland das letzte Mal Europameister? 1996. In dem Jahr von meinem Bruder, wo er Geburtstag hat. Fußball, ist uns, da kenne ich mich ein bisschen aus. Prost! A, B, C, D, E, F. A4 Mannschaften bei der Europameisterschaft.
In welcher Gruppe ist Kolumbien? Dann rate ich jetzt einfach mal C. Kannst du mir zwei Nachbarländer von Kolumbien nehmen? Nein, das war aber falsch. Weißt du, wo Kolumbien liegt? Ja, auf welchem Kontinent? Da kommt Pablo Emilio Escobar her. Wer hat damals das Golden Goal geschossen? Als wir gewonnen haben, 1996. Wenn er es jetzt weiß. Kenne ich mich aus. Mario Basler? Nein, Oliver Bierhoff, das ist dein. Fuck! Weißt du, welches Land das ist? Ich könnte keinen einzigen Namen sagen. Ich habe keine Ahnung, wenn irgendwelche Fußballer genannt werden. Ich kenne Oliver Kahn und Michael Ballack, aber die spielen locker keinen Fußball mehr. Gibt es auch den Philipp Lahm, gibt es noch? Der hört schon wieder auf. Und diesen Goretzkas oder so, der dieses Herz an diese Nazis gezeigt hat, das weiß ich noch. Aber das ist auch nur deswegen, weil ich seinen Namen. Türkei. Super, der zweite ist Tunesien. EM bedeutet? Europa. Und was glaubst du, in welcher Gruppe Kolumbien ist? Aaron, überfordert! In keiner! Nur nicht zur EU! Okay. Ja, Prost. Sie kennst du ja so mit Fußball aus. Wer hatte 1996 Jürgen Klinsmann den EM-Pokal übergeben? Angela Merkel? Nein, die Queen. Die kannst du direkt hintereinander. Prost. Und warum ist Krass-Klassenfahrt diese Staffel so gut? Weil wir dieses Mal endlich bezahlt werden. Wirklich? Ja. Läuft bei dir. Das wäre wirklich, ey. Und deine Songs laufen auch. Die wurden vorher nicht bezahlt? Krass. Wie verrückt. Dankeschön. Weißt du, nach dem letzten Dreh habe ich dir bei Insta geschrieben, habe gesehen, dass du mir vor ein paar Jahren mal geschrieben hast, ich nicht geantwortet habe, weil ich einfach auch ein Promi bin. Aber du hast mir dann nicht mehr geantwortet. Ehrlich, hast du mir geschrieben? Ja. Mhm. Naja. Aber wahrscheinlich haben sie vorher nur die Kosten Logis bezahlt bekommen. Also die Fahrt hin, die Unterkunft und so weiter. Aber so generell so ein Promo-Ding wahrscheinlich auch gewesen. So, aber ich, okay, das kann ich mir gut vorstellen, ja. Ach, schade. Irgendwann hebt man auch ab, wenn man Gage kriegt. Willst du noch eine weitere Länderflagge haben? Mhm. Ach du meine Güte. Jürgen Klinsmann hat ja, nachdem Oliver Bierhoff das Golden Goal 1996 in London geschossen hat, wie mir das merken kann. Den EM-Pokal hochgehalten. Und deswegen ist die letzte Frage, wer hat denn das Golden Goal geschossen? Ich habe es vor 2 Sekunden gesagt. Oliver Bierhoff! Prost! Du hast nur, nee, du musst beide trinken. Ich halte den nur. Sie ist ein bisschen lost. Aber das ist meist Interviewfragen sind halt immer ein bisschen schwierig. Also die Kamera ist auf dich, du musst da schnell nachdenken, Fragen beantworten, kommst halt nicht drauf. Nachdenkst du so, wie dumm konnte ich einfach sein, ey. Das habe ich auch schon gehabt, ja. War nicht beim Fernsehinterview jetzt, aber war bei so einem Quiz, das wir im Schwimmverein mal gemacht haben, wo ich auch mal mitgemacht habe. Und habe ich auch die einfachsten Sachen nicht mehr gewusst. So, was soll ich beantworten müssen? Durch welches Land fließt der Rhein? Ich hätte ein Land nennen müssen. Und ich habe irgendwie, was habe ich gesagt? Ich habe, glaube ich, was habe ich gesagt? Polen oder sowas, wo er gar nicht halt da ist. So mega dumm, Alter. Ich habe, glaube ich, den Rhein mit der Donau verwechselt oder so. Auch, glaube ich, da vielleicht auch nicht durch Polen, aber ich habe irgendwie komplett verkackt. Danach habe ich mir gedacht so, oh, bin ich so dumm oder was? Wieso habe ich jetzt das nicht beantworten können? So, hä? Das war so ein Brainlag, irgendwie, keine Ahnung. Kannst du auch gleich besser schauspielern. Kurze Frage, in welcher Gruppe ist Kolumbien? Gar nicht dabei. Na gut, das war eine Frage. So. Dafür sagst du mir, welches Land das ist? Das ist Tunesien. Hast du umgehört, du Penner, wa? Nein, ich weiß, dass es. Ich war schon 3-mal in Tunesien, deswegen weiß ich, dass es einen Unterschied. Die meisten werden wahrscheinlich sagen Türkei. Ja, boah. Ja. Ich werde dich langsam besoffen. Wenn du mir jetzt einen Song von dir vorspielst, finde ich den gut. Kennst du ein paar Fußballer? Nein. Ich biete dir an, wenn du einen von den dreien kennst, muss ich trinken. Keine Ahnung. Oder Matthäus. Prost. Keine Ahnung. Belgien. Prost. Ungarn. Ist das Ungarn? Okay, das hätte ich jetzt. Hätte jetzt gar nicht. Das ist Ungarn? Ich hätte jetzt Mexiko gesagt oder so. Keine Ahnung. Ein bisschen Italien. Die Farben von Italien sind auch dabei. Ist ja auch rot, weiß und grün. Aber Ungarn, krass. Ist das Ungarn? Nennen wir mal alle Nachbarländer von Deutschland. Tschechien, Polen, Österreich, Schweiz, Frankreich, Dänemark. Luxemburg. 5, 4. Dänemark. Hat Dänemark schon gesagt? 1-0. Dänemark? Ja, ja, war zu spät. Ey, nö! Prost! Hab ich noch ein Karamell? Nee. Findest du die lecker, diese Karamell? Karamell sind gut. Gibt's bei Troschis Karamell? Saure Kirsche und was machen wir noch? Pfefferminz. Geil. Ja, muss mir mal zuschicken. Nee, du antwortest mir auch nicht auf Instagram. Ich verkack hier so. Du könntest jetzt helfen, aber wenn du wieder falsch bist, musst du noch einen trinken. Wann wurde Deutschland das letzte Mal Europameister? Du kannst noch weg nach rechts laufen, wenn du es nicht mehr weißt. Dem hat sie vorher gesagt. Und wenn sie jetzt nicht mehr sagen kann. Perfekt, das war 96, das weiß ich noch. Richtig! Ja, oh. Komm, dann trink auch mal. Prost.
Gegen wen hat Deutschland bei der EM-Quali gespielt? Alle Vereine, alle Mannschaften. Ich bin sauer, ich verliere. Ich verstehe die Frage nicht. Naja, man muss sich ja für die Europameisterschaft qualifizieren. Du meinst jetzt gerade, ne? Marvin, google mal schnell. Aserbaidschan, Nordmazedonien. Ich weiß es gar nicht, ich warte auf Marvin. Ich hab keine Ahnung. Hört sich aber gut an. Die zwei würden mir jetzt einfallen, aber ich weiß auch nicht sicher, ob alle, das EM-Quali war. Alle, das musst du trinken. Ja, dann, ach, das ist so assig, echt. Was sind deine Wissensgebiete? Was hat er eigentlich da für eine Halterung von seinem Tablet hier? So eine Schlaufe, habe ich auch nicht gesehen. Interessant. Das ist eine gute Frage. An welche Zahl denke ich? Prost! Na, an welche Zahl denke ich? An die 7. Nein. Was für eine Frage. 35 Millionen. Ja, genau. Sieben. Ja, ja. Ich habe einfach nur Nein gesagt. So asozial. So. Prost. Du musst den trinken, okay? Ja, ich trinke aber nee, ich trinke er den. Er trinkt ich auch noch. An die 7 gedacht. Hast du wirklich an die 7 gedacht? Ja, dann kommst du 7. Er hat wirklich eine 7 gedacht. Hast du jetzt Bock auf Schauspielern? Ja. Hast du gleich noch eine Szene? Ja. Was musst du spielen? Gruppenszene. Aber was passiert da? Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich halte mit John Händchen einfach. Das kriegst du hin. Wie viel Kilo? Spoiler, wer ist John? John ist nicht ihr Freund Stanley. Einfach der Ultra-Spoiler. Ich würde es voll gespoilert. Wer ist John? Ich wollte es noch gucken. Was ist hier los? Marvin. 73. 73? 82. Der nächste. Wirklich so viel? Langsam merke ich schon ein bisschen den Alkohol. Ich auch. Die Sonne ballert dann noch. 13 Uhr, ne? Ja. Typischer Kreisklassenvertreter. Hallo, Nona! Komm, Maxim, ihr spielt zusammen. Ey, wenn du mich verpetzt. Sie hat keinen Bock. In welcher Gruppe ist Kolumbien? Kolumbien ist in Europa. Hey! Welches Land ist das? Prost. Ja, die kennen wir ja auch aus Wieder der Liebe, ne? Die spielt er ja auch mit. Das Bauernmädchen da, was direkt das Sixpack anfassen wollte. John Wick hier. Ich will Karamell. Geil. Jonas, ich bin schon richtig betrunken. Ach, ich und mein Kumpel Jonas Ems. Frage 1, an welche Zahl denke ich gerade? Ja, ich wurde übrigens auch wieder gespoilert. Hier ist Tattoo. Das ist doch von dem einen, der eigentlich tot ist. Der hat doch so ein Tattoo gehabt. Weil das ist nicht Jonas echtes Tattoo. Der nächste Spoiler. Ach Mensch. 7. Mach's gut, Ruby. Ich hab doch gesagt, das ist richtig. Ja. Wann wurde Deutschland das letzte Mal Europameister? Und du guckst nur mich an, du guckst nicht zu deiner Gang da hinten. Prost! Ich weiß es, weil ich in dem Jahr geboren bin. Das ist das Jahr 1996. Oh. Prost! Der ist so alt wie mein Bruder? Lul. Krass. Boah, das ist schlecht. Wann wurde Deutschland das letzte Mal Europameister? 96. Mann! Was? Ey. Oha, die volle Ahnung. Nee, das ist Tunesien. Junge, okay. Ich hatte Tunesien. Nehmen gesagt, die Fahne. Und ich habe schon wieder vergessen. Ungarn. Ungarn? Was richtig? Jonas! Jonas, du bist ein guter Schauspieler. Ist da drin? 17. Hast du eigentlich deine eigenen Shots? Troschis, komm demnächst. Hey! Okay, nächste Frage. Wer ist denn aktueller Europameister? Prost! Ich sag auch. Och Mann, ey, was soll denn das? Wer war vor? Jogi Löw, Trainer der Nationalmannschaft. Ja, krass, wie es alles weiß. Hey, lol. Ich komme aus Dortmund, ne? Ich kenne mich ein bisschen aus mit Fußball. Jetzt wird's der von Bayern. Ja, jetzt hier nicht mit Klugscheißerwissen angemacht. Nenn mir alle Nachbarländer von Deutschland, ohne einen Fehler zu machen. Soll ich mal Flaggen raten? Ich bin 93, ja. Flaggen raten? Nee. Brasilien. Ja, dann fangen wir oben an. Dänemark, Polen, Tschechien. Genau. Österreich? Ja, Schweiz. Schweiz. Frankreich. Guckst du mit, Marvin? Ich kämpfe noch. Liechtenstein noch? Doch nicht. Allele bleu. Belgien? Falsch. Ne, Belgien. Luxemburg, nicht. Niederlande. Aber warte mal, wo ist denn Liechtenstein? Liechtenstein, Luxemburg. Scheiße. Das habe ich auch überlegt, okay, gut. Deiner. Was, Liechtenstein zähle ich dazu, oder was? Aber warte mal, wo ist denn Liechtenstein? Liechtenstein grenzt nicht an Deutschland. Scheiße. Liechtenstein grenzt nicht an Deutschland? Echt nicht? Wo liegt denn Liechtenstein nochmal? Jetzt muss ich gerade Google Maps aufmachen, um zu wissen, wo Liechtenstein nochmal liegt.
Alter, Liechtenstein liegt zwischen Österreich und Frankreich. Schweiz meine ich. Lol, ich dachte, das wäre so auch, ich dachte, das wird an allen drei Grenzen, Deutschland, Österreich, Schweiz, aber das ist zwischen Österreich und Schweiz so reingewurscht. Ah, okay. Krass. Ich hab's mal falsch gedacht. Ich auch überlegt, okay, gut. Deiner. Glückwunsch, du hast gewonnen. Okay, nächste Frage. Welche Zahl habe ich im Kopf? Alter, Aaron ist jetzt schon so durch, aber merkst du, ich sag mal, besoffen ist schon dabei. Welche Zahl habe ich im Kopf? Nein, sieben! Ich hab sogar einen sieben. Wen hat Lewandowski in der deutschen Torschützenliste überholt? In der ewigen. Prost! Oh, Den Bomber. Boah, bin ich betrunken. Drei. Nein, warte kurz. Warte, sind das so richtige Legenden oder Leute, die... Ich hab gerade aufgestoßen. Ich sag Franz Beckenbauer. Ist richtig? Ja! Oh mein Gott, ich hab's nur wegen Bayern gesagt, Alter. Luckily. Gerd. Ich hab keine Ahnung. Also wenn, dann ist es Gerd Müller. Nachname von Thomas. Ja, du hast mich verraten, nur 31er. Ich hab Gerd Müller gesagt. Du hast Nachname von Thomas gesagt. Ich hab davor schon Müller gesagt. Wie heißt dort Voldemort als normaler Mensch? Tom Riddle. Kann man wissen. Tom Follows Riddle. Ja. Ja, richtig. Sorry, Pascal, kannst du mal da kurz rüberschwenken? Hey, meldet euch auf escort.de. Welche Nationalmannschaft hat Kevin Prince Boateng gespielt? Ghana. Woher weiß der das? Muss gleich nur eine Szene spielen. Achso, ja Leute, Aaron ist hier gerade bei Krassessenfahrt und ich glaube, du hast auch einen Gastauftritt. Ich weiß gar nicht, welche Figur du spielst. Ich muss irgendjemanden versuchen zu küssen und sie küsst mich nicht. Die Lehrerin. Er ist wieder ein Therapeut oder was? Aaron spielt wieder mit und hat voll besoffen, muss eine Rolle spielen. Ach Mann, Alter. Sie ist Bella. Auf jeden Fall wird es eine großartige Staffel, deswegen schaltet ein. Warum? Alter. Die letzte war schon so spannend. Ich kann nicht... Warum? Die letzte war schon so spannend. Ach Mann, ey, Aaron, ey. Oh mein Gott. So dämlich. Oh, aber ich fand's unterhaltsam, weil ich bin so geil, wie Aaron am Anfang nüchtern ist und am Ende halt voll besoffen. Das ist so ultra funny. Oh mein Gott, ey, ja, nice. Gut. Yo, ich bin ein Profi. Ich profi nur mit B, so wie Brody.